Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender Hund? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker. Vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, ein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Wir sind bereit. Feindliche Infanterie voraus. MG-Feuer eröffnen. Der macht keinen Mucks mehr. Mir gefällt das nicht.
Sei stark, Hartmann. Befolge einfach deine Befehle. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Cats. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Holen wir uns die Stadt zurück. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Vorrücken und Verteidigungen zerstören. Feuer! Sie fliegt! Sie haben wohl schon Tiger gesehen, hä? Schnell es geht! Ich hab's gleich! Artillerie! Anton 1, schalten Sie die Artilleriestellungen auf dem Hauptplatz aus. Ich wiederhole, alle Artilleriestellungen müssen zerstört werden. Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl! Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Da ist die Artillerie. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade, Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Der Schuss ist abgeprallt. Ziel ausgeschaltet. Artilleriestellung zerstört. Jetzt die andere. Letzte Artilleriestellung. Anton 1, feindliche Panzerdivision versucht, den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und abwehren. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Kerz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Boah, das Ding gefällt mir gar nicht. Was ist das? Keine Ahnung.
Soll ich ihn in die Luft jagen, Kommandant? Langsam, Kerz. Nicht so dicht an die Mauer. Treffer! Sollen Sie nur kommen?
Sie sind getroffen, fahren aber noch. Beschuss fortsetzen. Sie beschießen uns aus dem Gebäude. Scheiße! Sherman! Volltreffer! Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt. Fahren Sie weiter, Kerz. Beeilung, Kerz. Ich hab's gleich! Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Was ist Hartmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Kerz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Los!
Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kurtz. Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann.
truck! Sie wiederzusehen. Gleichfalls, Peter. Sie Stefan repariert? Ja, ich musste nur ein wenig basteln. Aber das Funkgerät ist hinüber. Großartig. Bringen Sie uns zur vorgeschobenen Basis. Wir haben noch was zu erledigen. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Ich denke, das war's. Das war's. Fahren wir zur Kathedrale.
Kommandant. So schnell es geht! Nur noch eine Sekunde! Amerikanischer Panzer! Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie sich den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein.
Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Halten Sie die Position an der Kette. The Cathedral is surrounded. Lower your weapon. You cannot win this fight. Sind Sie verrückt? Schnell! Zurück in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Irgendwelche Befehle, Kommandant? Schirmenpanzer! Das Ziel bewegt sich noch! Feuer erwidern! Feindliche Panzer nähern sich! Da sind noch mehr. Durchhalten! Wo kam das denn her? Deckung, schnell! Schirmenpanzer! Treffer! Aber die Panzerung hat gehalten! Thank you.
es geht. Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen. Amerikanische Artillerie! Die haben uns markiert, in Deckung, schnell! Machen wir ein bisschen Boden gut. Zurück zur Versorgungsstation an der Brücke. Uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott nochmal. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Ist es vorbei? Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kurz! Ich weiß, er war ihr Freund, aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Das waren doch ihre Worte, oder? Bei dir nein, Jeez! War das nicht so? Just give up, damn it! Ich hab nicht geglaubt! Sie sollen jetzt zurück in den Panzer steigen! Thank you.
I was a good soldier. One among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms. In countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttles set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times, burning with hope. It illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better.